Was hast du denn so als Anfangsfrage in den letzten Jahren alles gemacht, also seit Transbavaria? Seit Transbavaria? Boah, das ist ja schon ewig her. Gute Frage. Kleine Ziege habe ich letztes Jahr gemacht, Männerhart habe ich gemacht, im Kinobereich. Dann die Neben der Spur-Reihe fürs ZDF, mittlerweile 3 Filme, 2 sind ja ausgestrahlt worden. Ja, das müssten so die wichtigsten Sachen gewesen sein. Dann halt so ZDF-Sonntagabend-Filme habe ich wieder einige gemacht, Lindström, ein paar Filme aus der Frühlingsreihe. Und ja, so läppert sich's halt. Ein paar schöne Kunst-Kurzfilme und so. Dazu kleine, wie heißt das, kleine Ziege, Schlurrbock. Ich komme immer durcheinander. hat irgendwie auch eine Frage gegeben, und zwar, wie hast du den Konstantin Ferstl zum Singen gebracht? Das ist war relativ simpel, weil er hat nämlich gesungen, bevor er Filme gemacht hat. Ah. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt in der Schule damals. Also, er war irgendwie 2 Klassen unter mir. Und er war Schauspieler für ein Theaterstück und ich habe für das Theaterstück dann die Musik gemacht. Und da sollte er ein Gedicht rezitieren und das habe ich dann aufgenommen und so haben wir uns dann kennengelernt. Und dann kam er eines Tages auch mit einem Text zu mir und hat gemeint, ob ich einen Song dafür schreiben will. Und so hat sich das dann selbstständig. Wir hatten dann auch eine Zeit lang eine Band, hieß Two Drifters. Und es dann irgendwie in Richtung Studieren ging, war irgendwie schnell klar, dass er Regie machen will und ich Filmmusik, und so hat sich das dann ergeben. Da habe ich seinen Film für die Aufnahmeprüfung quasi, habe ich schon vertont, und seitdem eigentlich so ziemlich alles, was er gemacht hat. Mhm. Und deswegen ist das mit dem Singen jetzt für mich keine Überraschung. Ich war nur froh, dass ich das mal in einem Film einbauen konnte, weil es einfach gerade echt gut gepasst hat von der Stimmung her. Mhm. Und gibt es da gerade irgendwelche neuen Projekte so quasi mit dir und Konstantin? Ja, er hat jetzt gerade einen Film in der Mache, der heißt Finisterre, und es klingt ein bisschen blöd, aber es ist eine neue Art von Film, um sozusagen, es ist keine Dokumentation, das ist aber auch kein Fiction, sondern es ist so zwischendrin. Mhm. Und das wird so mein nächstes Projekt werden mit ihm ab März ungefähr. Ansonsten hast du, glaube ich, auch noch irgendwie, du bist nebenbei auch in der Academics-Band dabei. Ja. Wie kam es denn dazu? Also, das war zum 10-Jährigen von der Filmakademie, gab es irgendwie so eine Party, eine interne Party mit den ganzen Mitgliedern, und dann kam irgendwie so die Idee auf, ich weiß gar nicht mehr von wem die kam, man könnte doch da mit einer Band, die nur aus Mitgliedern der Musiksektion besteht, auftreten und Schauspieler begleiten, die halt ihre Lieblingssongs singen. Und dann hat eben der Helmut eine Band zusammengestellt, Helmut Zerlett, und dann fand das alles so toll, dass wir halt beschlossen haben, das weiterzumachen. Wir wurden dann gleich engagiert für die Filmpreisverleihung, für die nächste, und so ging eins zum anderen. Und wir kannten uns untereinander ja eigentlich, also Helmut kenne ich natürlich sehr gut, aber Ali und Jochen und Beckmann kannte ich natürlich von denen, was sie gemacht haben, aber so persönlich hat man sich eigentlich nie getroffen, das hat irgendwie sofort gehuckt, und es macht einfach Spaß, immer wieder ein bisschen auf der Bühne zu stehen und nicht nur im Studio alleine rumzusitzen. Mhm. Und deswegen haben wir dann alle beschlossen, dass das unbedingt weitergehen muss. Wir spielen jetzt dann in der Berlinale am 15. Februar. Cool. Und man nimmt wahrscheinlich probt ihr auch, also wie ja, funktioniert es, weil ihr wohnt ja quasi doch relativ irgendwie alle weit auseinander? Ja, wir proben eigentlich meistens kurz vor den Auftritten, also entweder am Tag vorher oder am selben Tag, je nachdem wie sich es ergibt, je nachdem wie auch die Auslastung von den ganzen Leuten ist. Bei der Berlinale ist es halt ganz praktisch, weil die meisten eh da sind, und dann ist das logistisch nicht so schwierig. Und quasi ja bestimmt dann quasi, was ihr spielt? Naja, das ist das Konzept der Band ist eigentlich, wir sind Filmkomponisten und wir spielen Filmmusik. Mhm. Und am Anfang durch die Auftritte hat sich so ergeben, dass wir nur unsere eigenen Sachen gespielt haben, aber jetzt mittlerweile ist es so, dass wir einfach Sachen auf die Bühnen bringen, die halt, also natürlich Klassiker wie Mission Impossible oder solche Sachen, aber das wird natürlich jetzt weitergeführt. Also wir bringen Sachen auf die Bühne, die halt sonst nicht so oft gespielt werden, vor allem nicht von der Band. Mhm. Und ich glaube, das könnte ganz spannend werden. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich auch. Gut, auf der Berlinale werde ich euch wahrscheinlich nicht sehen, aber... Schade. Aber wir spielen ja wieder in München und Umgebung, also gibt es dieses Jahr sicher ein paar Gelegenheiten. Na, was kannst du denn über die Neben der Spur-Reihe erzählen? Also was ist denn da so deine Herangehensweise? Naja, es ist ein bisschen schwierig, weil die ersten Teile sind ja schon wieder 2 Jahre her, dass ich die gemacht habe. Es dauert immer, bis die ausgestrahlt werden. Mhm. Und es war nur relativ schnell klar, dass es ein ziemlich aufwendiger Score wird. Also nicht in dem Sinn, dass man jetzt groß mit Orchester und sonst irgendwelche Sachen rummacht, sondern sollten ein rein synthetischer Score werden. Aber die Vorbilder, die man da so genannt hat, die waren halt irgendwie Johann Johansson damals mit Prisoners und
die ganzen Sachen von Trent Reznor und so. Und das sind natürlich Hausnummern, da muss man erstmal irgendwie, habe ich erst schwer geschluckt. Aber es passt einfach wahnsinnig gut zu den Filmen. Und da, bei dem ersten Film, da haben wir wahnsinnig lange rumgesucht, einfach nur Sounds gesucht und rumprobiert, was zu dem Film passen könnte. Und erstmal die ganzen Vorbilder weggelassen. Und letzten Endes war klar, dass es zwar ein synthetischer und treibender Score sein soll, aber dass es auch Themen geben soll, was ja oft bei solchen Sachen nicht der Fall ist. Mhm. Also eine gute Mischung aus klassischer Herangehensweise und modernen Sounds. Mhm. Und deswegen war mit Cyril und Philipp am Anfang die wichtigste Suche, war einfach die Themen zu finden. Das sind ja nicht viele, es sind nur 2-3 Themen. Und es war klar, es wird eine Reihe, deswegen müssen die sich auch über die Filme dann tragen. Mhm. Ja. Da haben wir bestimmt einen Monat am Anfang, was beim Fernsehfilm völlig untypisch ist, weil normalerweise kriegt man den Film, hat 4 Wochen Zeit und macht das und so. Wir haben dann während der Schnittphase einen Monat erstmal so rumprobiert und haben uns dann an so was, was man dann vielleicht jetzt einen eigenen Sound nennen könnte, will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es ist schon in sich geschlossen für die Reihe jetzt ein Sound entstanden, der eigentlich ganz stimmig ist, finde ich. Das Teil muss ich immer noch gucken, aber das Hotel hat mich auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ja, freut mich. Also der Film, die Musik einfach, ja, schön spannend erzählt zu sagen. Ja. Gut, ich meine, das Ende, klar, ich meine, so Happy End ist natürlich schön, aber ja. Ja, aber die Art und Weise, wie das Happy End dann erzählt wird, ist jetzt auch nicht so normal. Also es ist jetzt nicht so ein Holzhammer Happy End, wie es so oft gibt, finde ich. Also. Und die Leute mögen im Fernsehen einfach oft anscheinend gerne Happy Ends. Das heißt natürlich nicht, dass man sich dem immer beugen muss, aber man hat ja gewisse Verpflichtungen. Na gut, ich meine, bei so einer Geschichte mit Kindern ist natürlich dann klar, dann lieber ein Happy End dazu. Allerdings, ja. Aber muss dann irgendwie dann schon sein. Genau, so relativ allgemein, was inspiriert dich? Das ist echt eine schwierige Frage, weil das kann irgendwie alles sein. Also, das klingt jetzt kitschig, aber so die meisten Ideen kommen mir eigentlich beim Spazierengehen, wenn man so die Gedanken schreibt und nicht, wenn man irgendwie vor dem Computer oder am Klavi sitzt, wo dann schon wieder irgendwelche festgefahrenen Muster in den Finger hat, sondern wo man einfach mal so die Gedanken schweifen lassen kann und vielleicht gar nicht über Musik nachdenkt und dann kommen einem Ideen. Aber was mich inspiriert, ist einfach Musik zu hören und vielleicht jetzt gar nicht Filmmusik zu hören, sondern einfach querbeet, alles Mögliche von Elektronik, Pop und Klassik, je nachdem, was ich halt gerade mache, habe ich eh mehr Lust auf das eine oder das andere. Und da kommen einem oft spannende Ideen, die jetzt gar nicht so sehr mit der Musik, die man hört, zu tun hat. Es kann ganz losgelöst davon sein, es kann nur eine rhythmische Idee sein oder irgendwas. Genau, so bin ich eigentlich relativ flexibel, was Inspirationen betrifft. Das heißt, wenn du irgendwie so nach einem langen Tag irgendwie dann noch auf dem Monitor starrst und nichts mehr einfällt, dann quasi. Dann muss man, ja, dann gehe ich raus und wenn es sich machen lässt, dann lasse ich es einfach stehen und mache am nächsten Tag weiter. Mhm. Weil oft ist man dann am nächsten Tag viel produktiver und wenn man nochmal eine Nacht drüber geschlafen hat, sich dann die Sachen anhört und dann denkt man oft, das ist totaler Mist, schmeiße ich weg und mache es nochmal komplett neu und dann läuft es. Mhm. Oder man merkt, das ist eine super Idee und man kann daran weiterarbeiten. Das eins von beiden passiert eigentlich meistens. Mhm. Selten, dass man dann über Tage hängen bleibt. Was denkst du, ist das Komponieren von Musik mehr Handwerk oder Kunst? Das, naja, weder das eine noch das andere. Das Komponieren an sich, also dass einem Melodien oder Motive oder Klangstrukturen einfallen, das, glaube ich, ist eher eine Begabung, die manche haben und manche nicht. Mhm. Und das dann auszufertigen, zu Stücken, zu ganzen Stücken, zu Filmmusiken oder zu Konzertmusiken, das ist dann gleichermaßen Kunst und Handwerk. Also je nachdem, für welche Besetzung man schreibt oder ob man überhaupt für Instrumente schreibt, ob man für Synthesizer schreibt, ob man für Klänge schreibt, denkt, das, glaube ich, gibt sich dann nichts. Das ist dann gleich aufgewogen Kunst und Handwerk. Ja, was ist das Schönste für dich am Komponieren? Also ich kann dir sagen, was das Schlimmste ist. Das Schlimmste ist immer das Anfangen, von einem leeren Blatt zu sitzen und da leidet meine Frau oft drunter, weil da bin ich echt schlecht gelaunt am Anfang, bis man dann so die zündende Idee hat, dass man dann das Gefühl hat, jetzt ist man im Film drin und jetzt weiß man, in welche Richtung es geht. Das geht bei manchen Filmen schwerer, bei manchen geht es leichter. Und das Schönste
ist, wenn man die Idee dann hat. Wenn es dann läuft. Nee, und was natürlich immer schön ist, ist, wenn man dann den fertigen Film irgendwann sieht und im besten Falle vielleicht auch Leute erreicht, die das gut finden. Also jetzt gar nicht die Musik an sich, sondern einfach den Film als Gesamtwerk. Ja. Weil es ist ja schon immer ein Teamwork auch. Und wenn der Film scheiße ist und die Musik toll, dann bringt es ja auch niemandem was. Vorsicht, die Fans das verwundesten, aber... Ja, wobei selbst dann sind es ja nicht immer die besten Musiken. Es gibt natürlich Ausnahmen mit Conan der Barbar oder so. Aber das soll, glaube ich, irgendwie groß darin gewesen sein, für öfters mal auch schlechtere Filme gute Musik zu liefern. Ja, natürlich, klar. Und dann gibt es natürlich auch Beispiele, wo solche Filme dann trotzdem erfolgreich werden und trotzdem anzuschauen sind. Aber sowas passiert ja heutzutage eher selten. Leider. Weil was ist dann irgendwie beides dann irgendwie etwas, ja. Ja, gut. Ja, gibt es irgendwie auch ein Genre, für das du am liebsten Musik schreibst? Wahrscheinlich immer das Genre, für das ich gerade nicht schreibe. Also im Gegensatz zu vielen Kollegen liebe ich es einfach total, so für so Lindström-Pilcher solche Filme Musik zu schreiben, weil das einfach, das geht mir leicht von der Hand und es macht einfach Spaß, schöne Melodien über schöne Bilder zu schreiben. Das ist, das kann ich nicht verhehlen. Und ansonsten habe ich mir immer gewünscht, mal irgendwie in den Thriller-Krimi-Bereich reinzugehen. Und das hat sich dann ja mit der Neben der Spur-Reihe jetzt dann auch erfüllt. Und das würde ich auch gerne weitermachen. Also so diese Waage zwischen diesen beiden Sachen finde ich einfach schön. Was so Genres angeht, was die mich noch sehr interessieren würden, ist natürlich einfach irgendwie Science-Fiction, Western, keine Ahnung. Und vor allem natürlich immer noch Animationsfilme würden mich einfach total interessieren, auch von der Herangehensweise, vom kreativen Approach, einfach, dass man am Anfang nur zu Animatics schreibt oder nur zum Drehbuch und die Ideen dann langsam ausreifen. Je mehr der Film Gestalt annimmt und so, das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor. Mhm. Aber ansonsten bin ich da immer offen für alles und je kunterbunter gemischt die Sachen sind, desto besser. Eben, also so ein Western- oder Animationsfilm gibt es jetzt so relativ wenig in Deutschland. Das stimmt. Gut, ich meine, Western kommt jetzt, glaube ich, der Winnetou. Ja, genau. Da bin ich sehr gespannt drauf. Macht ja der Heiko Meile. Und das, glaube ich, wird eine ziemlich, ziemlich amtliche Sache, also vor allem musikalisch. Das ist ziemlich. Sonst irgendwie vom bisherigen, was ich so von ihm kenne, ist natürlich die große Frage, okay, das und das und Western, dürfte interessant werden, aber... Ja, aber ich genau, das ist das Interessante. Genau, das ist das Interessante. Also wir telefonieren ja relativ oft und so und ich bekomme so ein bisschen die Genese von der Musik mit. Und das wird auf jeden Fall extrem spannend. Es ist natürlich immer die Frage, was letztendlich dann der Regisseur damit macht, ja, ob der damit konform geht. Aber ich glaube, das wird in jeder Hinsicht wird das sehr, sehr spannend werden. Also ich freue mich auf jeden Fall schon riesig drauf. Vor hoffe ich mehr irgendwie auf so einen klassischen Western, also mehr so richtig irgendwie Bernstein-artig, also mehr Bernstein als dieses Cowboys and Indians oder so. Ja, nee, das so klassisch wird es nicht. Es, glaube ich, geht eher Richtung True Grit oder solche Sachen. Es wird schon, es wird kein so ein weichgezeichneter, bitte? Also eher so Burmel-artig. Ja, ich will jetzt da niemanden vorgreifen, aber eher das als Bernstein. Das ist auch schön. Was ist besser als, wie gesagt, Harry Works and Mills? Was ich auch immer denke, okay, was war das jetzt? Wieder Cowboys noch ähnlich. Ja, aber das ist auch dieser Film ist auch irgendwie einfach nur schräg in jeder Hinsicht, finde ich. Also da wundert es mich nicht, dass da musikalisch auch irgendwie alles durcheinander geht. Insofern. Gut, muss ja auch mal noch. Genre-Mix funktioniert nicht immer. Horror-Komödien gibt es genug. Genau. Horror-Animationen sind die auch noch viel, oder? Horror-Animationen, ja klar. Ich meine, Hotel Transylvanien und so. Das ist ja super. Horror-Liebeskomödie? Doch, da gab es auch Warm Bodies. Stimmt. Wobei das ist ja Zombie-Komödie. Zombie ist ja ein Untergenre von Horror. Mittlerweile. Irgendwas finden wir bestimmt, was man noch irgendwie mixen kann. Ja, das müssen wir jetzt Gott sei Dank nicht lösen. Da können sich andere Gedanken machen. Also eine große Herausforderung, so quasi an alle Regisseure. Denkt euch was aus. Also allgemein, komponierst du lieber Themen für Charaktere oder Handlungsorte oder versuchst du eher die Stimmung des Films einzufangen? Im besten Fall beides. Also ein Thema für einen Charakter muss ja trotzdem auch immer in der Stimmung vom Film sein, sozusagen. Aber es kommt natürlich total auf den Film an. Also das ist extrem unterschiedlich. Neben der Spur war sehr, sehr... Also es gibt natürlich Themen, aber die sind sehr klein und der Hauptteil der Musik ist ja, Stimmungen und Spannungen aufrechtzuerhalten oder wieder abfallen zu lassen.
zu diesem Bogen zu wahren. Und deswegen kann man das pauschal gar nicht sagen. Das kommt immer sehr auf den Film drauf an. Welcher Regisseurtyp liegt dir mehr? Der musikalisch Bewanderte, der genau weiß, was er von ihm möchte, oder der, der sich einfach selbst entscheiden lässt? Sorry, dass ich da jetzt immer so dieselbe Antwort gebe, aber es ist im Prinzip beides. Mhm. Es kann beides gut und es kann beides total nach hinten losgehen. Und ich hatte auch schon alle Typen, glaube ich. Es gibt dann den Regisseur, der dann irgendwann ungeduldig wird und sagt und dann auf seiner Gitarre irgendwas dir vorspielt und sagt, so muss es doch sein und so. Mhm. Und er hatte auch schon einen Regisseur, der dem dann das 15. Main-Theme nicht gefallen hat und der dann anrief und dann, ja du, unter der Dusche ist mir gerade was eingefallen und pfeift dir das dann vor. Mhm. Und es gibt es aber natürlich genauso, dass jemand sagt, ja mach mal, du bist frei in allem und dann machst du was und dann gefällt ihm aber alles nicht. Also es kann alles passieren. Mhm. Aber am schönsten ist es natürlich, wenn man gewisse Freiräume hat und einfach erstmal drauf losmachen kann. Und erst im Nachhinein dann eingrenzt, zusammen mit dem Regisseur, wobei das natürlich eine zeitliche Frage ist. Ja. Sehr oft so, dass man nicht genug Zeit hat, um da groß rum zu experimentieren in einem großen Stil und erstmal einen Monat irgendwas schreibt und dann sagt man, ja, nee, das gefällt uns nicht, wir machen es doch ganz anders. Das kann man sich ja selten leisten, leider. Aber sonst prinzipiell bist du eher froh, wenn es irgendwelche Temp-Tracks gibt? Ja, es gibt ja immer guten und schlechten Einsatz von Temp-Tracks. Mhm. Und meistens stört mich das nicht. Also es ist gerade bei Fernsehfilmen ist es wahnsinnig hilfreich, wenn man sofort sieht, ob so eine Art von Musik funktionieren würde oder nicht. Mhm. Und weil man natürlich auch mit allen, die an Bord sind, sofort auf einen Nenner kommt. Ja. Weil wenn du jetzt jemand sagst, ja, hier schreibe ich ein Orchesterstück im Stil von bla, dann sagen alle, entweder, ja toll oder nein, total scheiße und du schreibst es dann und dann funktioniert es hinterher vielleicht für die meisten Leute doch nicht. Und deswegen sind Temp-Tracks schon immer ganz gut und mittlerweile bin ich auch, glaube ich, ganz gut darin, mich da nicht zu sehr beeinflussen zu lassen, sondern das einfach als Stimmungsbild zu sehen und das dann von der Stimmung zu übernehmen, aber halt mit meinen eigenen Ideen auszufüllen. Mhm. Also da habe ich eigentlich gar kein Problem damit. Es gibt natürlich Filme, die total beschissen getempt sind. Mhm. Und da hat man es dann erst recht schwer, weil dann muss man trotzdem von vorne anfangen und die Ideen von den Temp-Tracks trotzdem aus dem Kopf kriegen. Also das ist irgendwie so und so schwierig oder so und so leicht, je nachdem wie man es sieht. Das ist auch quasi schon mal passiert, dass dann der Regisseur irgendwie gemeint hat, es muss quasi ganz genau nach dem Temp-Track gehen oder so klingen. Zumindest so weit, dass wir halt nicht in irgendwelche Probleme kommen rechtlich. Nee, das ist mir Gott sei Dank ehrlich gesagt noch nicht passiert. Mhm. Aber das wäre mir auch zu blöd. Also dann sollen sie doch das Ding einkaufen, wenn es so toll ist. Also, so, wenn du Hans mal willst, dann gib ihn halt. Genau, also wenn sie sich nicht leisten können, dann müssen sie halt einen von seinen Assistenten holen. Das würde, glaube ich, die Produktionskosten ziemlich sprengen, wenn er. Tja. Ja, also allgemein oder so generell, wie viel Zeit bekommst du zur Verfügung gestellt, um einen Film zu vertonen? Naja, bei dem Fernsehfilm in der Regel so zwischen 3 und 6 Wochen, würde ich mal sagen. Das ist auch ganz angenehm. Und für Kinofilme kann das länger sein. Aber Männerhaut zum Beispiel hatte ich nur 4 Wochen. Kleine Ziege hatte ich ein halbes Jahr. Also das ist so die Range. Mhm. Und mit welcher Zeit arbeitest du dann quasi am liebsten? Das ist mir eigentlich völlig wurscht. Weil es ist immer zu wenig Zeit. Insofern muss man immer klarkommen damit. Und es kann ja auch Spaß machen. Also dass man sagt, man versucht jetzt in... Wenn man jetzt nur 3 Wochen Zeit hat, man versucht in der Zeit das meiste rauszuholen. Also dieser James Horner-Troja-Effekt sozusagen. Mhm. Wobei die Leute natürlich ein bisschen, also James Horner und so, ein bisschen leichter haben. Die haben natürlich ein paar Leute im Rücken, die sie da unterstützen. Das ist bei uns ja meistens nicht so, also bei mir zumindest nicht. Aber trotzdem bin ich da total offen. Also wenn es halt gerade nicht geht in 3 Wochen, dann geht es halt nicht. Dann sage ich das ab. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich schaffe das, dann mache ich das eigentlich meistens schon. Kann quasi auch passieren, dass du plötzlich ein halbes Jahr zu wenig Zeit dann tust. Ja, also das war gerade bei der kleinen Ziege, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht so hört, wenn man die CD anhört, das war einfach unfassbar aufwendig und viel Zeug zu machen, weil ich habe ja nicht nur in Anführungsstrichen die Filmmusik geschrieben, sondern ich habe ja alle Songs dann letztendlich produziert. Ich habe die Elvis-Songs gemacht und aufgenommen und so weiter. Und das ist einfach, sind so viele verschiedene Sachen. Die muss man erstmal organisatorisch unter einen Hut kriegen. Gibt es Orchesteraufnahmen, dann gibt es irgendwie Bandaufnahmen, dann gibt es irgendwie 10 verschiedene Sänger, die du irgendwo aufnehmen musst, die du erstmal finden musst und dann muss es dem Produzenten gefallen und so weiter. Weil es, ja, also deswegen war das schon knackig, auch in einem halben Jahr. Also ich habe ja nicht ein halbes Jahr komplett durchgearbeitet, sondern ich habe dann auch die Dreharbeiten natürlich betreut. Da gab es
Es gibt die Hauptdarstellerin, die spielt Cello und dann muss sie natürlich die Sachen vorbereiten für den Dreh und so weiter. Und dann gab es mal wieder Pausen. Und dann waren die mit Wotan Wilke Möhring diese Aufnahme für die Elvis-Songs und die mussten ja in einem bestimmten Zeitraum, wo er gerade nicht gedreht hat, stattfinden und so weiter. Also insofern war das jetzt nicht ein halbes Jahr komplett durcharbeiten, aber es war trotzdem, also ich war sehr, sehr viel unterwegs und es war wirklich viel Kleinscheiß, wenn man das so sagen darf, zu tun. Also die GEMA ist ja quasi für euch Komponisten eine extrem wichtige Sache. Ja. Mit eigenen Worten erklären, warum? Ja, weil die Gagen werden ja nicht immer höher. Also viele Leute behaupten ja, dass wir Komponisten so richtig gut verdienen, aber was halt keiner sieht, ist, dass wir unser ganzes Equipment und Know-how uns selber drauf schaffen müssen. Wir können nicht einfach, also wir können studieren, aber deswegen ist uns noch kein Job garantiert. Ein Kameramann muss in der Regel nicht seine eigene Kamera mitbringen, jetzt mal blöd gesagt, oder wenn jemand einen Film schneidet, der kriegt einen Schneiderraum zur Verfügung gestellt, muss sich nicht drum kümmern. Und deswegen relativieren sich bei uns die Gagen halt schnell, je nachdem, wie viel man halt macht und wie viel man machen kann. Und die GEMA ist halt einfach der ausgleichende Pol dazu. Ja. Das heißt, das macht bestimmt die Hälfte von dem, was man so verdient, aus. Und ohne das könnte man das einfach gar nicht stemmen, glaube ich. Also es wäre eher sehr schwierig. Das heißt, was du als Komponist, wenn du quasi engagiert wirst, musst du dann quasi auch von der Gage dann das Orchester dann auch bezahlen? Natürlich, ja. Jeden Musiker, alles, ja. Wow. Klar. Und das wird auch nicht, ist auch nicht so, dass man dann sagt, ich brauche zwei Geigen mehr, man kriegt dann zwei Geigen mehr Geld, sondern das ist halt im eigenen Ermessen, ja. Und dann hat man entweder die Möglichkeit zu sagen, na gut, dann lasse ich es halt als Sample-Orchester stehen oder ich verdiene halt weniger. Das ist halt immer so die Waage, die man halt da ausgleichen muss. Ja. Wow. Das ist natürlich schwierig, weil als Komponist auch noch wirtschaftlich zu denken, weil eigentlich will man ja immer, dass alles möglichst gut und echt klingt und toll klingt. Mhm. Und gleichzeitig muss man aber natürlich auch Geld verdienen und darf nicht immer das ganze Budget verpulvern. Mhm. Was ist dann quasi am praktischsten, wenn man dann eher so kleinere Aufnahmen macht, dann halt irgendwie ein eigenes Instrument auch spielt dann? Naja, klar. Das ist immer am günstigsten, ja. Okay, und wie viele Instrumente spielst du? Ach, das kommt immer drauf an, in welchem Grad. Aber also so vom Herzen her bin ich Schlagzeuger, was natürlich nett ist, aber nicht so viel bringt. Ich wäre lieber Gitarrist. Und Klavier spiele ich natürlich so ein bisschen. Ich habe früher mal ein bisschen Kontrabass gespielt. Und alles, was so an Percussion rumsteht, aber weil spielen können, ist ja immer sehr relativ. Also können tue ich es nicht so richtig, aber es reicht zumindest, um sich gewisse Sachen vorzustellen und den Leuten dann zu sagen, was sie machen sollen. Mhm. Ja. Also Percussion-Sachen kannst du quasi auch dann direkt selber quasi einspielen aufnehmen? Ja, können schon, aber besser ist es dann trotzdem meistens, man holt sich Leute, die sich damit richtig auskennen. Mhm. Was denkst du über die moderne Filmindustrie? Also magst du die aktuellen Kinofilme? Ich schaffe es leider im Moment gar nicht so oft ins Kino. Ich bin jetzt auch seit kurzem Papa. Da wird die Zeit dann auch noch einiges knapper. Aber fürs deutsche Kino war es letztes Jahr kein so schlechtes Jahr, glaube ich, oder? Und ich habe so das Gefühl, dass im Moment immer mehr interessantere Sachen, also wie jetzt Revenant oder irgendwie so Sachen, habe ich das Gefühl, es kommt jetzt immer mehr, dass auch in Anführungsstrichen anspruchsvollere Filme einfach, die aber trotzdem unterhaltsam und cineastisch sind, ins Kino kommen, und das finde ich eine gute Entwicklung. Und was jetzt deutsche Filme betrifft, bin ich jetzt nicht so bewandert. Ich meine, Er ist wieder da. Mhm. Ist natürlich eine Hausnummer. Aber ansonsten muss ich jetzt warten, bis die Filmakademie, die Filmbox wiederkommt für die Filmpreisverleihung. Dann kann ich dir da mehr dazu sagen. Also du holst ja quasi irgendwo immer so den aktuellen Info zu quasi, was an aktuellen Filmen quasi gerade ja ist, was irgendwie die Juryfilme sozusagen angucken. Genau, ja. Mhm. Okay, und Er ist wieder da, ist natürlich, also der steht irgendwie sowieso für sich allein. Richtig, ja. Durch eben seine Aktualität, das war gruselig. Sehr gruselig, ja. Gerade das Ende, da denkt man sich dann, hoppala. Allerdings, ja. Also einen so aktuellen Film habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Ja, und was ist so dein Lieblingsfilm aller Zeiten, aus allen Zeiten? Oh Gott, das hat mich letztens erst jemand gefragt und ich wusste es gar nicht. Oh. Echt schwierig. Ich weiß nicht, ich mag so diese... zum Beispiel Der englische Patient finde ich gleichermaßen toll wie anstrengend. Also das sind einfach so
langsame, große Filme, muss man sich einfach darauf einlassen, aber wenn man das schafft, dann ist das, finde ich das wahnsinnig toll. Natürlich so Sachen wie Jurassic Park, nach wie vor. Und dann wird es schon echt schwierig. Also ich habe immer so Lieblingsfilme, die ich mir anschaue und dann denke ich mir, super Film, und 2 Wochen später interessiert es mich schon nicht mehr. Mhm. Deswegen ist es echt schwer zu sagen. Genauso, wenn du mich jetzt fragst, was ist dein Lieblingsmusikstück oder so, keine Ahnung, schwierig. Ja, bei Jurassic Park dann auch Jurassic World geguckt? Ja, natürlich. Klar. Das war schon ein Erlebnis, muss ich sagen. Und wobei, musikalisch war es nicht so ein Erlebnis. Aber die Erwartungen zu erfüllen, das war sowieso schwierig. Mhm. Also ich war begeistert, also zumindest irgendwie erfreuter als an den anderen beiden Filmen, die da dazwischen waren. Ja, also Jurassic Park 3 war schon ein Wahnsinnserlebnis. Für mich gab es kurz nur Jurassic Park und dann halt irgendwie Jurassic World, die anderen beiden, keine Ahnung, das ist irgendwie, weiß ich nicht, da fehlt irgendwas, weiß ich nicht. Ja, ist immer schwierig. Aber die Musik von Jurassic Park 3 fand ich wahnsinnig gut. Mhm. Unfassbar gut. Ja, und Jurassic World fand ich irgendwie auch ganz schön, also weil Michael Jackson im Kino hat sich da quasi ein bisschen Mühe gegeben. Die Themen quasi aufgegriffen, alles. Das stimmt, ja, aber es war jetzt nicht so wie bei den anderen Filmen, war die Musik nicht so im Vordergrund. Das war schon eine ganz andere Herangehensweise, finde ich. Mhm. Ganz interessant und fand das echt gut gelöst, weil wie ich den ersten Trailer so gesehen habe mit diesen, wie heißt er, also mit diesen beiden Hauptfiguren, sondern dachte ich mir so, was ist denn das jetzt für ein Comic-Style, so wie die gekleidet waren und so. Aber so im Film funktioniert das eigentlich ganz cool und fand es wahnsinnig unterhaltsam und auch natürlich mit den ganzen Leuten im Kino, da gab es dann im Kino Szenenapplaus und so, wo man sich so denkt, hallo. Das war schon echt ein Erlebnis, finde ich. Das habe ich noch nicht erlebt im Kino. Ich auch nicht, aber das war spannend. So. Mhm. Gut, gedanklich mache ich es natürlich immer, aber irgendwie ganz alleine kannst du es natürlich auch dann doof. Das stimmt. Ich mache dann meistens irgendwie hier zu Hause, wenn ich dann auf die DVD gucke. Ja, wie zum Beispiel, wenn dann irgendwie dieses Thema dann so viel aufkommt, irgendwie jetzt über den Park fliegen und dann da. Ja, klar. Das mag ich auch natürlich. Und ja, also abgesehen von Western und irgendwie Science Fiction, hättest du da auch noch andere Traumprojekte? Ich weiß nicht, so Traumprojekte definieren sich ja auch immer an den Leuten, mit denen man dann zusammenarbeitet. Also Traumregisseure und jetzt den letzten Teil von Neben der Spur zum Beispiel mit Thomas Berger machen dürfen und das war für mich schon ein ziemliches Erlebnis einfach auch, weil es gibt irgendwie wenige Regisseure, die einfach so cineastisch denken und trotzdem geile Filme machen. Also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber es ist einfach, es gibt so Leute, bei denen da huckt das einfach irgendwie so und bei anderen Leuten, da machen wir halt den Film. Und deswegen, glaube ich, gibt es einfach, machen sich solche Traumprojekte immer an Regisseuren und Produzenten fest, mit denen man vielleicht gerne mal arbeiten würde. Da gibt es sicher einige, aber die will ich jetzt hier nicht unbedingt nennen. Was kannst du denn schon über deine kommenden Projekte sagen? Nicht viel, weil ich noch nicht viel weiß, was dieses Jahr so kommt. Also ich habe jetzt gerade noch so ein Feuerwehrprojekt reinbekommen von einem Freund aus London. Ein Kurzfilm, der jetzt auf der Berlinale eben Premiere feiern wird, über Flüchtlinge in Calais. Das war sehr spannend. Dann mache ich gerade eine Lindström, eine sehr große orchestrale Lindström und ein Drama mit der Jutta Speidel, was sehr spannend wird. Über Fremdgehen im Alter sozusagen, also in der Rente sozusagen, geht es um ein Ehepaar, das in der Rente ist und sie verliebt sich dann in den anderen und das ist wirklich sehr, sehr ergreifend gewesen. Und dann kommt eben jetzt Finisterre mit dem Konstantin, wo ich noch gar nicht weiß, wohin die Reise geht. Also kann man sich mal den Trailer auch anschauen, gibt es im Internet, gibt es eine Seite dafür für den Film schon und die Musik ist auch von mir, aber die wird jetzt mit dem Film wahrscheinlich gar nichts zu tun haben, die Musik. Das ist einfach nur für den Effekt des Trailers komponiert sozusagen. Genau, und was das Jahr sonst noch so bringt, das muss man sehen. Mhm. Gut, ich bin ja auch noch jung, das Jahr. Das stimmt. Ja, also quasi kurz vor Schluss habe ich noch quasi 5 Begriffe. Und du sagst einfach ganz spontan, was dir dazu einfällt. Okay. Film, Musik. Beruf. Orchester. Emotion. Deutschland. Heimat. Hollywood. Traum. Und ja, Feierabend. Never ending story. Super, Dankeschön. Gerne.